Hallo. Ich habe wieder mal ein Thema bezüglich BJJ Academy und Wirtschaftlichkeit. Ich muss kurz die Tür öffnen. Die Katze fühlt sich nicht besonders gut behandelt, wenn man sie aussperrt. Und zwar am Mittwoch beim Training, da hatten wir zwei Probeschüler, unabhängig voneinander sind die gekommen. Ein Mann und eine Frau. Und die hatten meiner Meinung nach auch Spaß beim Training. Die waren auch beide schon erfahren, was ich immer ganz klasse finde, da wir ja streng genommen keine Anfänger aufnehmen. Und insbesondere, wenn sie halt schon woanders gelernt haben, das ist einfach geil. Dann haben sie schon die Basics wahrscheinlich drauf und haben vor allem auch schon ein anderes Jiu-Jitsu vielleicht gelernt und können dann bei uns das andere, was wir halt so anbieten, lernen. Und beide sind halt mit der Frage im Voraus schon auf mich zugekommen, ob wir nicht auch Gi-Einheiten anbieten, was wir ja nicht tun. IPA-BJJ ist No Gi Only. Und ich erinnere noch sehr genau, wie ich letztes Jahr, als ich das Ganze dann final anfing zu planen, bis relativ kurz vor Eröffnung noch, also nicht kurz vor Eröffnung, aber kurz vor Ankündigung, echt mit dem Gedanken gekämpft habe, mache ich eine Mischung, ca. 50% Gi und ca. 50% No Gi, oder committe ich mich komplett zu einer Sache? Und das wäre dann in meinem Fall No Gi, weil ich das halt seit, ja, so Mai 2021 halt aufgrund der Instructionals, die mein Trainingspartner und ich in hunderten Stunden Arbeiten durchgenommen haben, für mich das Attraktivere ist und auch meiner Meinung nach der Zeitgeist. Und dann habe ich mich halt für die eine Sache entschieden, einfach weil ich, ja, bei mir gibt es eigentlich keine halben Sachen. Ich mache eine Sache und die mache ich richtig, also ein 100% Mensch bin ich. Und das ist dann auch bei vielen sehr gut angekommen, weil das gibt es eigentlich noch nicht in Hamburg. Also fast jede BJJ Academy hat beides im Angebot. Und tendenziell tatsächlich noch eher viel mehr Gi als No Gi. Und die Nachfrage nach No Gi wird halt immer größer. Und die Nachfrage nach dem Gi ist aber auch vorhanden. Das ist einfach ein Fakt. Unter anderem habe ich das gestern wieder bemerkt beim Training, dass mich halt zwei Leute, die auf der Suche nach einer neuen BJJ Academy sind, danach gefragt haben. Und danach auch tatsächlich, ich hatte mich dann mit beiden noch unterhalten, gemeint haben, ja, also generell fand ich sie total cool. Ich bin nur noch am Überlegen, ob ich mich vom Gi wirklich schon trennen kann, weil ich mag das gerne. Und ich verstehe das, ich habe das auch gerne gemacht. 7 Jahre lang, um genau zu sein, habe ich Gi geliebt. Das Ganze, insbesondere Spider-Guard mit meinen langen Beinen, das war der Hammer. Aber auch alles, was mit Lapel zu tun hat, mit Collar Grips, mit Sleeve Grips, mit Verwickeln, mit. Ach, das war geil. Das war schon geil. Auch wenn meine Finger irgendwann gesagt haben, hör mal auf damit. Auf jeden Fall ist es eigentlich, glaube ich, aus wirtschaftlicher Sicht viel, viel sinnvoller, möglichst breit aufgestellt zu sein. Und wenn man schon nur eine Kampfsportart anbietet, nämlich Jiu-Jitsu, dann wäre es zumindest da sinnvoll, beide dieser Subarten anzubieten, Gi und No Gi. Aber ich glaube, die eigentlich wirtschaftlich erfolgreichsten Sportschulen sind die, die auch noch andere Kampfsportarten mit im Angebot haben. Muay Thai, Kickboxen, dann vielleicht noch ein Subprogramm, Managerboxen heißt das ja heutzutage, wo man keine blauen Augen bekommen darf, wo es keinen Kontakt gibt. Dann noch eine Kettlebell-Class, dann noch ein Bodyweight-Workout, dann noch Yoga, dann noch dies, dann noch das. Ne? Und über solche Sachen habe ich auch alles nachgedacht und das in Betracht gezogen, ganz klar. Aber das geht einfach gegen meinen Gedanken. Eine Sache, aber die richtig. 100% und nichts anderes. Purist, das bin ich. Und ich könnte nicht irgendwie mich so diversifizieren, ja, unter anderem auch Geldes wegen. Das ist einfach nicht, wer ich bin. Und ich bin auch total zufrieden, wie IPA ist. Nämlich, wir haben wirklich viel Training. Also zwar nur 5 offizielle Einheiten von Montag bis Freitag um 18:30 Uhr, aber zum Beispiel jetzt am Samstag wird die Akademie an 3 verschiedenen Zeitslots genutzt. Um 8 Uhr findet ein Training statt, um 10 Uhr und um 12 Uhr. Was ich genial finde. auf jeden Fall, alle trainieren No-Gi, alle trainieren das System von John Danaher und Gordon Ryan, was ja auch wirklich sehr vielseitig ist. Also das wird einem so schnell nicht langweilig. Und ja, wenn man dann beispielsweise, sagen wir, ich hatte irgendwie damals die Idee, auch wenn das wahrscheinlich in der Praxis im Chaos geendet wäre, weil die Woche hat ja nur 5 Tage. Was macht man dann? Macht man dann 3 Gi-Tage und 2 No-Gi-Tage oder andersrum? Also dem einen gibt man quasi 20% mehr. Oder 20 Prozentpunkte mehr. Ja, der eine hat dann 40%, der andere 60%. Und
Da habe ich dann gedacht, ja, da mache ich in der einen Kalenderwoche, in den geraden Kalenderwochen, mache ich Montag, Mittwoch, Freitag Gi und Dienstag, Donnerstag No Gi und in den ungeraden Kalenderwochen andersrum, sodass es wirklich stets für 50% sind. Und das wäre auch aus wirtschaftlicher Sicht viel sinnvoller, weil viele Leute, das muss man sagen, es gibt viele Leute, die trainieren kein Gi, die würden das nicht machen. Und wenn sie die Möglichkeit haben, an 5 Tagen No Gi zu trainieren, dann werden sie wahrscheinlich nicht an allen 5 Tagen in der Woche kommen, aber sie haben die Möglichkeit, an allen 5 Tagen zu kommen und sind dementsprechend flexibler. Was gut ist für das Mitglied. Aber vielleicht nicht unbedingt gut aus der Sicht des, sagen wir jetzt mal ganz streng genommen, nur auf das Geld fokussierten Besitzers. Weil der hat eigentlich ein Interesse daran, wenn man es mal ganz streng sieht, dass die Leute so wenig wie möglich zum Training kommen. Aber den Beitrag dafür zahlen, für Flatrate, ne? Weil man hat ja nur so und so viel Mat Space, man kann pro Einheit nur so und so viele Leute unterbringen. Und man hat dementsprechend eine Kapazität von, keine Ahnung, im Monat so und so vielen Teilnehmern in der Summe. Und je weniger die Leute zum Training kommen, umso mehr kann man Leute in diese Akademie reinholen, die dann aber nicht zwangsweise zu jedem Training erscheinen. Und je weniger Optionen man hat, umso weniger werden sie in der Summe, im Durchschnitt, auch beim Training gewesen sein. Wenn man beispielsweise nur No-Gi an 3 Tagen trainieren kann, die anderen beiden Tage sind Gi, wo der No-Gi-Purist niemals hingehen würde, weil er keinen Bock auf die Gi-Grips hat. Dann wird er von den 3 Tagen aber vielleicht den einen Tag ausgerechnet keine Zeit haben und das einfach so akzeptieren. Dann ist eine Akademie für ihn, für den Preis, Vollpreis, halt nur zweimal die Woche möglich, zum Training zu kommen. Während wenn er fünfmal die Möglichkeit hätte in der Woche, dann würde er vielleicht 3 bis 4 Mal die Woche kommen, einfach weil es ihm zeittechnisch passt. Und andersrum genauso. Es gibt viele Leute, die trainieren kein No-Gi, weil sie den Gi lieben, weil sie die Gi-Grips regelrecht brauchen. Was auch okay ist, so. Das ist ja auch ein eigenes Game und eine eigene Sportart so. Und je breiter man sich quasi aufstellt, umso durchschnittlicher wird das Ganze. Und das ist schon das Wort, womit ich nicht so gut umgehen kann. Durchschnitt. Ich will nicht Durchschnitt sein. Ich will lieber, wie gesagt, eine Sache, aber dann richtig, ne? Und ja, deswegen habe ich da trotzdem gestern kurz wieder mal drüber nachgedacht und reflektiere es darüber. Weil es einfach doch eine relevante Sache ist, die ich gestern gleich in zweifacher Form feststellen musste, weil das sind zwei Menschen, die möchte ich sehr gerne in unserem Team haben. Weil beide erstmal freundlich waren, so das ist das Wichtigste. Die passen menschlich, das habe ich recht schnell gemerkt. Im Falle des Mannes, der ist größer und schwerer als ich, da freue ich mich jetzt als großer, schwerer Grappler, dass ich jemanden habe in meinem Gewicht. Und bei der Frau ist es halt so, unser Frauenanteil wächst jetzt langsam. Wir waren gestern 3 Frauen auf der Matte. Das ist super. Und da freue ich mich natürlich auch sehr, wenn da noch ein bisschen Nachwuchs kommt. Und ja, dann hatten beide auch schon Erfahrung. Die eine kam aus Berlin mit Erfahrung. Berlin ist bekannt für das gute Jiu-Jitsu dort. Und der andere kam aus Hamburg, dessen Team sich gerade aufgelöst hat, auch schon mit guter Erfahrung. Also so, dass ich schon gut was mit ihm zu tun hatte. Als Schwarzgurt gegen den Weißgurt. Fand ich geil. Und jetzt werden vielleicht beide aber dann dennoch woanders hingehen, was ja an sich völlig okay ist. Also nur tatsächlich, ich finde es fast leichter zu akzeptieren, wenn sie sagen, woanders ist es einfach geiler, was hat hier nicht so gut gepasst, dann ist es völlig okay, weil ich möchte nur die Leute, die sich bei uns komplett wohlfühlen. Weil viele, würde ich sagen, können vielleicht auch mit meinem Trainingskonzept nicht so gut umgehen. Ne, dass ich das alles so systematisch strukturiert und auch teilweise manchmal ein bisschen streng mache und so weiter. Viele mögen eine andere Atmosphäre, die andere Gyms beispielsweise bieten. Aber was ich schade fände, wäre, wenn jetzt, wenn so zwei Leute, die vielleicht total Bock hätten, dann einfach wegen dieser Entscheidung, Gi nicht anzubieten, nicht kommen würden. Ja, aber das habe ich entschieden damals. Letztes Jahr im Sommer, ziemlich genau vor einem Jahr, als ich wusste, okay, IPA wird jetzt demnächst, also ich wusste, ich kriege diese Location und dann geht's los im August. Und ja, ich stehe hinter der Entscheidung. Ich bin absolut begeistert davon, wie sehr die Leute unser Trainingsangebot nutzen. Klar, manche kommen auch nur zweimal die Woche, aber es gibt auch Leute, da habe ich das Gefühl, die sind da fast so oft wie ich. Manche Leute sind gefühlt sogar öfter da, weil ich bin nur in der Woche da. Ich komme am Wochenende nicht. Wochenende gehe ich nicht in IPA rein. Und am Wochenende, wie gesagt, finden 3 Einheiten statt. Und ein Mensch macht alle 3 Einheiten mit. Also, ja, finde ich super. Finde ich super, obwohl es aus betriebswirtschaftlicher Sicht sinnvoller wäre, den Leuten einen Vollpreis abzuknüpfen, die so wenig wie möglich zum Training kommen zu lassen, die Sachen am besten noch so heimlich zu bauen, dass sie nur so selten wie möglich zum Training kommen können, aber trotzdem das Gefühl einer Progression bekommen, damit sie möglichst lange über viele Jahre zahlende Mitglieder bleiben. Aber das bin ich einfach. Bis dann.